Ich dachte, da hätte man auch so eine menschliche Rakete oder sowas Schönes. Ja, 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 du mich auch. Geh mal weg, geh mal weg. Ich will zum Captain. Genau, genau. Oh, Enemy. Oh, oh, schön. Komm, Battle Music. Okay. Aha. Was? Wanna fight? Was? Können wir einen Boxkampf machen? Hä? Keine Ahnung. Ich dachte, du musst erstmal gegen die anderen beiden da, oder? Ich guck mal. Ich glaube, du kannst ihn gar nicht angreifen. Ja, gut. Dann krieg ich dir die Trommelabteilung. Ein ab. So. Ja, dir gebe ich jetzt erstmal. Du kriegst jetzt einen auch auf dem Becken. Genau. Wir sind aber scheißen schnell hier, Typen. Das, ja, bei den Körpermaßen nicht schlecht. Die sind doch fit, die Burschen. Zack. Ja gut, aus dem Screen rausgehen kann ich auch, mein Freund. Boah, die haben ja noch eine riesen Leiste. Ja. Kann ich da irgendwas noch anders kaputt machen? Fängst du an zu heulen, wenn ich dir deine Bongos kaputt mache? Das hätte ich mir kurz auch überlegt, ob das vielleicht mit den Bongos irgendwas, aber... Na. Zur Not, genau, immer auch schön auf den Kopf drauf springen. Oder kann ich die... Warte mal. Nee, jetzt breche ich nicht ein. Ich dachte auch, man kann die vielleicht in die Löcher schmeißen oder so. Ach so, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Das sieht echt ein bisschen so aus, als könnte er da einbrechen, aber naja. Schade. Ja, das war doch nicht schlecht. So. Na komm. Jetzt macht er sich langsam Sorgen da unten. So, einer ist gleich weg. Ah, sehr gut. Und seine Sorgenfalten werden immer größer. Zu Recht. So, war's das? Ja. Tja, und jetzt zu dir. Oh, Feige. Aber wirklich. So, wo dürfen wir denn jetzt wohl hin? Ich bin mal gespannt. Ah, okay. Okay. Ein gutes Bonusspiel. Ach so. Ah, oh, schön. Okay, Kisten treten. Immer schön auf die Linie achten. Ja gut, es sind ja auch viele Früchte dabei. Das stimmt, ja, hast recht. Alles gesunde Ernährung hier. Keine Kohlenhydrate. Oh, das ging aber schnell. Ja. Oh, sogar noch ein Handstand. Oh, awesome. Wo reisen wir denn nun hin? Okay. Help me. Oh, das Mörder-Sound-Sample. Help me. Natürlich. Ich bin schon froh, dass es nicht derselbe Sprecher von Asterix und Obelix ist, also von daher. Help me. Ja, ist gut jetzt. Geht das jetzt in einer Tour so weiter? Alter! Ach, das soll Spanien darstellen, oder was ist das? Das ist auf jeden Fall nicht Gallien. So, jetzt mal Schluss mit lustig. Ja, ist gut jetzt. Ist gut. Wir haben Erfahrung mit Prinzessinnen retten. Leider. Ja, ist gut. Ich überleg's mir gleich. Ich gehe jetzt bis zum Endgegner und dann fahr ich nach Hause. Das ist eine gute Idee. Na gut, verprügeln kannst du ihn auch noch, aber du nimmst sie nicht mit. Lass sie einfach da. So, komm, weg mit dir. Ne? Jetzt kommt natürlich keiner, ist klar. Help me. Oh Mann.
So, weg mit dir. Zack, 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 zack. Wir wollen es ja im Guten probieren. Der wehrt sich gar nicht. Na komm. Was ist dumm für dich? Was? Na komm. 20 Minuten später. Hallo? Hallo? Ich kann natürlich auch die Parts füllen. Ne? So ein nettes Endlos-Projekt. Genau. Sehen Sie heute, wenn Schlag 5122 ausgeführt wird. Genau, die Erfindung des neuen Commentaries, ne? Lava erzählen. Ja, Moment, wir kloppen hier nochmal ein bisschen rum und ich habe das Spiel mir eigentlich auch nicht so lang vorgestellt, jetzt mit 5000 Parts, aber... Das ist auch geil, muss man den erst triggern. Ja, ist gut. Komm. Wenn du schon Idefix in die Quaie schickst, jetzt gibst du mir hier mal das Fleisch? Ja. Aber Wildschwein verkommen lassen, gehen wir gar nicht. So, jetzt ist mal weg mit euch. So, und wieder. Mach uns den Messner. Zack, und weg. Und tschüss. Nie ist klar. Zack. Na. So. Achso, da kommt dann. Achso, dann kommt Birdie. Endkampf. Zack. Auf jeden Fall habt ihr die gleiche Gewichtsklasse. Ja, das auf alle Fälle. Genau, wir einigen uns auf Sumo oder so. So, komm, erstmal mitten aufs Fressbrett. Gut so. Was hat der da eigentlich? Ist das ein Hammer oder? Ich glaube, das ist ein Hammer. Ah, okay. Klaus de Thor sein Spielzeug oder was? Dann wird der aber richtig böse. So. Ja, ist gut jetzt hier. Das ist ja im wahrsten Wort der Hammer. Auf jeden Fall kann er sich von oben leider wehren. Der Erste. Warte mal, vielleicht kann ich den... Moment. Wenn ich den auf Distanz halte... Klappt wahrscheinlich mit dem Aufladen. Dann wieder ab ins Kreuz. Geht er ohne Fairness. So, jetzt. Komm, sag nochmal. Genau, About to Die. Genau. About to Die, das würde er auf RTL, wahrscheinlich, RTL 2 wahrscheinlich nicht sagen. About to Sleep. Richtig, genau. Irgendwie sowas. Wieso muss ich jumpen? Da war doch gar nichts. Achso, vielleicht dahin. Hallo? Achso. So muss ich sehen. Okay. Sagt mir das doch. okay. Ja. Gut. Ah, jetzt. Ja. Ich stelle mir vor, wenn man da irgendwas verpasst, das ist bestimmt nicht gut. Das da oben sah gerade nicht so gut aus, wenn ich sehe, wo der Wagen gegen ist. Oh. Ich kann eh jetzt mal help me. Okay. Immerhin ein Thank you. Immerhin. Wir kennen Spiele, wo es das nicht mal gibt. Richtig. jetzt Spanien. Okay. Warum wir auch jetzt immer in Spanien sind. Aber machen wir einfach. Retten wir auch Spanien vor den Römern. Aber ihr nehmt mir immer den Kiesel ab. Das mag ich überhaupt nicht. Windmühlen? Achso, wegen Don Quixote. Ich dachte schon, ob wir sind nicht falsch abgebogen, ja? Achso. Genau, was macht dieses ganze flache Land hier? Hatte Spanien nicht Berge? Nee, flaches Land und Meer. Richtig. Kennen wir Spanien doch. Genau, und immer diese Holzschuhe. Ganz berühmt der spanische Käse und so. Die spanischen Tulpen. Und die spanischen Tulpen, genau. Natürlich auch die guten alten Coffeeshops.
Genau, der lockere Spanier, hör mal. Ja, einfach mal ein bisschen sagt er, hör mal, Obelix, chill einfach mal. Deine Aggression kann ich nicht understanden. Der typische Spanier halt. Ich finde auch schön, dass sie mir sagen, Hit hier. Mach ich einfach mal. Das finde ich praktisch bei Gegnern, die noch so ein Schild hoch haben, bitte hier zuschlagen. Genau, das geile Schild. Achtung, sicher. Genau. Oder das ist die Asterix-Version nach der Genfer Konvention oder so. Wir sagen Bescheid. Das ist übrigens ein Katapult, ja? Ist nicht so gut, wenn das hier bleibt. Ich wollte es ja nur sagen. Ah. Okay, da habe ich getroffen, obwohl er nicht mehr im Screen war. Dumm für dich. Also Römer gibt's so zwei Typen, oder was? Scheint so. Cäsar nimmt auch wirklich jeden. Richtig, oh Gott. Oh, nee, meine ich. Geht aber wahrscheinlich nicht weiter, natürlich nicht. Ja. Ja, ist gut jetzt. Ich schon wieder. Oh. Au! Oh. Mal andere Römer. Ja. Jetzt wissen wir, warum die nicht gesehen haben. Die war eingesperrt. So. Kommt da noch was? Ach. Ah, das ist so das moderne römische Mehrfamilienhaus. Genau. Genau. Irgendwie wieder, was weiß ich, erst wieder jede Stadt wie Rom 2 umgebaut, Zisternen und Mehrfamilienhäuser. Man muss Platz sparen. Ah, komm. Das ist gut. Bleibt mal so. Das macht mir die Sache recht einfach. Brauche ich mich nicht mal bewegen. Das freut den Obelix. So, weg. Fertig? Boah, wie viel gibt's denn davon? Das freue ich mich gerade. Wobei, es lichtet sich langsam, oder? Ist das so eine Art Balkon da oben? Warte mal, kann ich das da oben kaputt machen? Nein, natürlich nicht. Ja, Dach! Ah, sehr gut. So, zack. Bleibt mal schön da stehen, das ist gut. So. Und einmal zack. Ah. So, jetzt seid ihr gleich weg. Ihr wisst es nur noch nicht. Richtig. So. Kuckuck! Komm, geh zu deinem Kumpel. So, was ist denn hier noch so Geheimnisvolles? Nix. Ja, du bist einer der letzten Helden hier, oder was? Selbst schuld. Hart gesotten. Jo. Ja, jetzt geh. Na los. Oi. Dann nicht. Dann lern fliegen. Der ist aber hartnäckig, mein lieber Mann. Der hat noch nicht mal eine Leiste, sehe ich das richtig? Aber. Ah, okay. Would you like to fight? Schön. Ja, genau. Okay, du hast mir einen Hinweis gegeben. Ja. Oh. Moment, kann ich auf den auch springen? Wahrscheinlich. Oh Gott, nein. Ist er nur am Hintern verwundbar? Ich glaube ja. Oh Gott. Ah, jetzt so kommt, nutzen wir mal so ein bisschen. Jo, oh, jetzt hast du ihn aber. Ah, schade. Was ist, wenn das jetzt geklappt hätte. Aber hinten passt. Mhm. Ja, das lässt dir kämpfen in einem ganz anderen Licht. Ja. Hä? Ach so. Der hat nur K.O. getan, hör mal. Ich hab kein rotes Tuch. Ich will dich doch nur essen.
So ist es also bei den Stierkämpfen. Die kriegen einfach einen Klaps auf den Hintern dann. Stiere. Genau. Ist alles nur Show. Ja, richtig. Alter. Das ist einfach spanisches Wrestling. Ist alles abgesprochen. Da sind 20 Tiertrainer und... So, jetzt aber. Ah, komm hier mal ein bisschen. Spanking für Profis. Was ist denn so? Tatsächlich. Oh Gott. Ist klar. Komm, hau rein.